Hallo, ich heiße Cordula Carla Gernt. Ich bin von Beruf Geschichtenerzählerin, Kinderbuchlektorin und auch Autorin verschiedener Bücher. Seit fast 20 Jahren habe ich meine eigene Geschichtenpraxis und dort habe ich auch einen Mitarbeiter, der auch gerne Geschichten erzählt. Das ist der Pepe, mein Rauhaardackel. Und heute werde ich euch aus seiner Dackelpost vorlesen. Der Pepe schreibt nämlich seit einigen Jahren jeden Monat einen Brief aus seinem Leben und aus dem, was er so in der Welt wahrnimmt. Macht er sich gleich groß, damit ihr ihn gut sehen könnt. Und aus diesen Briefen werde ich euch was vorlesen. Ja, von der Dackelpost gibt es mittlerweile 2 Bände. In jedem Band sind 25 Briefe. Also insgesamt hat der Pepe jetzt schon 50 Briefe geschrieben und er schreibt auch fleißig weiter. Und ja, ich möchte euch einfach mal gleich als erstes vorlesen, wie wichtig es ist, einen Dackel überhaupt zu kennen. Ein Dackel ist ein Dackel. Wir Dachshunde, ganz gleich ob Langhaar, Kurzhaar oder Rauhaar, so wie ich, sind nicht schlicht und einfach eine Hunderasse. Oh nein, bei uns Dackeln handelt es sich um eine vollkommen eigene Spezies, die jeder Mensch kennen sollte. Zum Glück wissen die meisten Leute, denen ich begegne, wen sie vor sich haben. Sie kommentieren dann meine Erscheinung mit einem: Ach, wie süß, ein Dackel. Schau mal, a Dackel. Das ist aber a fescher Kerl. Mei, ein echter Waldi. Denn auch wenn wir Dackel uns bodennah bewegen und gerade mal menschliche Wadelhöhe erreichen, ziehen wir doch die Blicke auf uns. Wir sind geborene Mittelpunkthunde, auch wenn wir kurzbeinig und klein sind. Mit den Bemerkungen, die täglich über mich gemacht werden, könnte ich locker ein ganzes Buch füllen. Besonders gut hat mir zum Beispiel neulich die sehr exakte Beschreibung eines etwa 5-jährigen Jungen gefallen, der schwungvoll mit seinem Kickboard an mir vorbeirollerte. Mama, das ist ein Dackel. Er hat riesige Ohren, er hat ganz kurze Beine und er ist sehr lang. Ich fühlte mich durch und durch erkannt und war darüber so glücklich, dass ich gleich ausgiebig die nächste Straßenecke markierte. Ein wahrer Dackelkenner. Ein paar Stunden später aber, bei der abendlichen Spazierrunde mit meinem Frauchen um den Block, folgte dann die Ernüchterung. Wieder lief ein Junge mit seiner Mutter an mir vorbei. Dieser sah mich ebenfalls aufmerksam an und rief dann freudig: Mama, schau mal, ein Bernhardiner! Ich stelle fest, es ist noch einiges an Aufklärungsarbeit zu leisten. Denn ein Dackel ist nicht einfach ein Hund und schon gar kein Bernhardiner. Ein Dackel ist ein Dackel. Es grüßt aus der Weltstadt mit Herz, Pepe. Hier in München, in der Isarvorstadt, hat der Pepe auch seinen allerbesten Freund. Den hat er kennengelernt, als er selbst erst ein halbes Jahr alt war und sein Freund, der Timmy, ist ein Jahr älter. Und die beiden sind ein Herz und eine Seele. Dienstagsdackel. Einmal in der Woche ist Dienstag. Das ist toll, denn dienstags bin ich zu zweit. Am Dienstag verbringe ich immer einen Tag und eine Nacht mit Timmy. Timmy ist ein Rauhaardackel wie ich und mein allerbester Freund. Wir beide sind ein tolles Team und ergänzen uns prima. Ich habe die größeren Ohren, Timmy hat die größeren Zähne. Wir sind in etwa gleich lang und gleich hoch. Ich bin dunkelsaufarben, Timmy ist dürrlaubfarben. Zusammen bilden wir ein Muster aus dunkel und hell. Timmy und ich sind ein Herz und eine Seele. Timmys Frauchen führt uns dienstags immer an einer Doppelleine spazieren. Das sieht dann aus wie ein kleines Pferdegespann. Es ist sehr lustig, auf diese Weise Seite an Seite zu laufen. Timmy und ich stecken unsere Nasen gerne in dieselben Grasbüschel und wir pieseln auch parallel. Manchmal will ich allerdings in die eine Richtung und Timmy in die andere. Dann gibt's ein großes Kuddelmuddel mit den Leinen und Timmys Frauchen schimpft ein bisschen mit uns. An der Isar dürfen wir dann frei rennen. Ich bin meistens vorne dran und rase von hier nach dort. Timmy ist etwas gemütlicher unterwegs. Aber wenn der Abstand zwischen uns zu groß wird, dann warte ich auf ihn. Immer wenn ich etwas Interessantes entdecke, zum Beispiel ein süßes Hundemädchen oder einen coolen Spielkameraden, dann darf Timmy auch mit dabei sein. Wir streiten uns nie, dafür sind wir uns viel zu vertraut.
Wir haben schon so viel miteinander erlebt. 1000 Isar-Spaziergänge, zahlreiche Bergwanderungen im Voralpenland, Segelturns auf dem Tegernsee, Nachmittage bei ihm im Hinterhof, faule Stunden auf dem Sofa oder auf der Rückbank im Auto. Wenn ich dann am Dienstag bei Timmy übernachte, dann schleiche ich manchmal mitten in der Nacht von meinem Hundelager zu seinem hinüber. Dort kuschle ich mich ganz leise an ihn. Das erinnert mich an meine Welpenzeit, als ich im großen Rudel von 8 Geschwistern im dicht gedrängten Haufen lag. Schön warm und weich, mit ganz viel Fellkontakt. Timmy wohnt in der Baumstraße und er ist selbst so stabil und verlässlich wie ein Baum. Immer da, immer am selben Ort, fest verwurzelt an seinem Platz. Ich bin ja eher ein Vagabundhund, mal hier und mal dort, viel unterwegs. So bringe ich Timmy ein bisschen Abenteuerluft aus der großen, weiten Welt mit und er schenkt mir Ruhe und Bodenhaftung. Wir beide sind ein Dreamteam. Und die Leute in München, die wissen ganz genau, wenn wir zu zweit durch die Straßen dackeln, dann ist Dienstag. Gute Dienstage auch euch, Pepe. Unter jeden seiner Briefe hat der Pepe mit seiner Pfote eine Unterschrift gesetzt, seinen Originalpfotenabdruck. Und natürlich gibt es auch einen Brief über seine Pfoten, weil Pfoten sind ja für Hunde und für Dackel im Speziellen sehr wichtig. Der Brief heißt Pfotenpower. Man sollte die Dinge packen, wenn sie einem vor die Füße fallen. Dafür braucht man natürlich kräftige Pfoten. Und die habe ich. Vor allem vorne. Am Anfang, als ich noch ganz klein war, da dachte mein Frauchen, ich werde mal ein Löwe. Wegen meiner großen Tatzen. Dann bin ich aber ein Dackel geworden. Aber Löwenkräfte habe ich tatsächlich. Mit meinen Pfoten halte ich alles fest, was mir lieb und teuer ist. Zum Beispiel meinen Knochen, meinen Ball oder meinen kleinen Stoffesel. Beim Spiel ringe ich meinen Gegner mit den Vorderpfoten nieder. Und beim Tierarzt wehre ich damit die Spritze für die Impfung ab. Jedenfalls versuche ich es, so lange, bis sie mir schließlich doch mit allerhand Tricks in den Po gepikst wird. Weil meine Pfoten so wichtig sind, passe ich sehr gut auf sie auf. Keiner darf sie anfassen, außer meinem Frauchen. Und auch die nur in Ausnahmefällen, wenn sie mir eine Klette oder einen Schneeklumpen entfernt. Natürlich werden meine Pfoten vorne und hinten regelmäßig gesäubert. Menschen putzen ja auch ihre Schuhe. Im Winter schmiert mir mein Frauchen Vaseline drauf, wegen dem Streusalz in der Stadt. Vaseline schmeckt mir sehr gut. Ich schlecke sie sehr gerne ab, gleich nachdem sie aufgetragen wurde. Leute, ihr ahnt ja gar nicht, auf wie viele verschiedene Böden ich meine Pfoten in diesem Leben schon gesetzt habe. Teerstraßen, Sandstrände, Heidekrautwege, Waldböden voller Moos, Blätter, Tannennadeln und Brombeerranken, grüne Hügel und frische Odelwiesen, Isarkiesel, Matsch und Moor, Schafwollteppiche, Parkett, Steine aller Art, Bergpfade, Holzstege und noch viel mehr. Jeder Untergrund fühlt sich anders an und neben den Eindrücken, die ich mit Nase und Ohren aufnehme, sind meine Pfoten die wichtigste Orientierung für mich. Menschen mit ihren 100 Paar Schuhen können sich nicht vorstellen, wie man mit einem einzigen Viererset an Pfoten auf Lebenszeit durch jede Witterung kommt. Hundepfoten decken ein großes Spektrum ab, von kraftvoll bis ganz zart. Ich kann nämlich auch ganz leise gehen, sozusagen auf Zehenspitzen. So schleiche ich mich manchmal zum Bett meines Frauchens und schaue nach, ob sie schläft. Behutsam setze ich dann meine Tatzen aufs Parkett, damit kein Geräusch entsteht. Eine Katze könnte nicht leiser sein. Und manchmal, wenn mein Frauchen verzagt ist und sie der Mut verlässt, dann lege ich meine Vorderpfote freiwillig in ihre Hand. Meine Tatze passt genau in ihre Handfläche. Auf diese Weise gebe ich ihr etwas von meiner Löwenkraft. Und dann ist sie bald wieder ganz zuversichtlich und sagt, Pepe, kein Problem, das packen wir schon. Pfote zum Gruß, Pepe.